Hey Leute und willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute soll es mal um Staubsaugerroboter gehen. Und zwar möchten wir uns im Genauen den D-Bot N79S von Ecowox anschauen und den iRobot Roomba 671. Sind so ungefähr in der gleichen Liga von den Funktionen her, es gibt allerdings auch so ein paar kleine Unterschiede. Ich möchte einfach die beiden heute mal so ein bisschen gegeneinander antreten lassen. Seid auf jeden Fall gespannt, ich wünsche euch viel Spaß. Von den Funktionen her sind beide Modelle eigentlich nahezu auf einem gleichen Level. Beide fahren die Räume nach dem Zufallsprinzip ab, scannen also nicht die Räume, sondern wenn sie jetzt irgendwo gegenfahren, drehen sie halt um und fahren in eine andere Richtung, bis dann schlussendlich irgendwann natürlich der komplette Raum oder die ganzen Räume in der Wohnung gesaugt sind. Des Weiteren hat man auch bei beiden Modellen die Möglichkeit, diese über Alexa steuern zu lassen. So kann man zum Beispiel einfach sagen, Alexa, starte die Reinigung mit D-Bot oder mit Roomba und schon fahren dann die entsprechenden Modelle los. Was mir allerdings aufgefallen ist, und zwar beim Lieferumfang, hat man beim D-Bot N79S noch so ein bisschen mehr. Hier bekommt man noch so ein paar Zubehör-Tools für die Reinigung und das hat mir hier so ein bisschen besser gefallen. Hier beim Roomba 671 hat man lediglich eine Bedienungsanleitung und dann die Docking Station, die ist natürlich hier sowieso auch dabei. Dann ist mir noch ein Unterschied aufgefallen und zwar bei den Borsten. Und zwar haben wir hier auf der Unterseite beim N79S zwei Borsten, beim Roomba 621 aber nur eine Borste. Ist auf jeden Fall ein Vorteil beim N79S, denn so kommt man auch besser nochmal in die Ecken rein und kann da auch den Schmutz nochmal besser entfernen. In Sachen Laufleistung kommt man beim N79S so auf knapp 100 Minuten bzw. 100 Quadratmeter und beim Roomba 621 so auf knapp 60 Minuten bzw. 80 Quadratmeter. Was mir hier aufgefallen ist, dieser fährt so ein bisschen schneller durch die Räume. Der ist so ein bisschen gemächlicher, aber hier hat man dann im Endeffekt eine längere Laufleistung bzw. man kann mehr Quadratmeter dann halt bedienen. Beide Modelle sind ausgelegt für Hartboden und Teppiche. Beim N79S gibt es zwei verschiedene Saugleistungen. Einmal so eine Standardleistung und da eine stärkere Leistung. Die eignen sich vor allem für Teppiche. Beim Roomba 621 schaltet diese automatisch allerdings zwischen einer niedrigeren und einer höheren Leistung bzw. erkennt dann, wenn er Teppiche reinigen soll, dann schaltet er ein bisschen hoch. Beim N79S müsste man das dann über die App einstellen. Apropos App, es gibt natürlich für beide Modelle auch eine App im App Store bzw. bei Google Play, mit der man jetzt die Geräte koppeln kann und dann auch steuern kann. So kann man dann jetzt natürlich auch noch weitere Aufgaben festlegen. Ich würde sagen, das schauen wir uns kurz an. Starten als erstes mal mit dem N79S. Ich bin jetzt hier auch schon in der App drin. Ich sehe jetzt hier oben, okay, der Akkustand ist so halb voll, müsste also mal wieder aufladen. Übrigens, beide Modelle, wenn sie jetzt erkennen, dass der Akkustand niedrig ist, fahren sie automatisch zur Ladestation und werden dann wieder dementsprechend aufgeladen. Ich kann jetzt hier auch direkt das Gerät manuell steuern. Also ich kann jetzt sagen, okay, soll man nach links fahren, nach rechts fahren, sich mal drehen und so weiter. Und unten gibt es dann noch weitere vorgefertigte Modi, zum Beispiel ein Automodus oder auch einen Kantenmodus. Das ist nämlich ein Vorteil vom N79S. Da fährt er dann direkt an den ganzen Kanten im Haus entlang und reinigt diese. Und dann gibt es noch eine Spot-Reinigung. Da fährt er dann um einen Spot herum in einem immer größeren Radius. Wenn ich jetzt hier einfach mal ins Menü gehe, kann ich hier auch auf die Leistung eingehen. Zum Beispiel haben wir jetzt hier die Standardleistung und die Max-Leistung. Ich werde beide auch gleich nochmal im direkten Vergleich anmachen. Da seht ihr auch mal, wer lauter ist und so weiter. Aber ansonsten kann ich jetzt hier auch noch geplante Reinigungsaufgaben hinzufügen. Zum Beispiel, er soll jetzt jeden Sonntag zum Beispiel um 13.40 Uhr oder sowas reinigen. Natürlich kann ich jetzt auch eine andere Zeit einstellen, an jetzt auch mehrere Tage, wenn ich jetzt sage, okay, er soll jetzt einfach jeden Mittwoch, jeden Donnerstag, jeden Freitag, jeden Samstag, also im Prinzip jeden Tag um eine bestimmte Uhrzeit reinigen, kann ich das natürlich hier alles auch direkt einstellen. Des Weiteren kann ich jetzt sehen, wie es jetzt in Sachen Verschleiß bei den Bürsten aussieht. Zum Beispiel, wenn wir hier die Seitenbürsten sind, ist bei 16%. Dann haben wir jetzt hier die Hauptbürste, die ist bei 58% und der Filter, der ist bei 19%. Dann kann ich immer sehen, wann muss ich die ganzen wieder austauschen und kann dementsprechend das Ganze hier auch über die App einsehen. Ansonsten schauen wir uns jetzt nochmal die iRobot App an. Die ist eigentlich auch sehr simpel aufgebaut. Allerdings habe ich jetzt hier nur einen fetten Button Clean. Ich kann jetzt also nicht sagen, okay, fahre jetzt einfach mal ein bisschen geradeaus und so weiter, sondern ich kann jetzt einfach nur den Clean Button drücken. Es gibt auf dem Sauger selbst allerdings noch einen Button Spot, um jetzt halt einen gewissen Spot einfach zu reinigen. Ansonsten kann ich hier auch sehen, wie es in Sachen Verlauf aussieht. Hier sehe ich jetzt, wie viel ich gesaugt habe in den letzten Tagen, wie lange unterwegs war, insgesamt 4 Stunden, 9 Minuten.
kann ich also alles einsehen und auch hier kann ich dann einen Zeitplan einstellen und dann dementsprechend natürlich dann, okay, kriegt auch direkt das Signal, kann dann hier dementsprechend dann die Zeiten und die Tage dann auswählen. Natürlich kann ich hier das Ganze auch noch manuell verändern. Ich würde sagen, wir machen nochmal einen direkten Vergleich in Sachen Lautstärke, denn da ist mir nämlich auch einiges aufgefallen. Und zwar würde ich sagen, starten wir mal mit dem D-Bot N79S. Ich packe das Ganze jetzt hier einfach mal ein bisschen zur Seite, damit man hier auch den Platz hat und drücke jetzt hier einfach mal auf die Autoreinigung und dann könnt ihr euch hier mal ein Bild davon machen, wie laut das Ganze ist. Schauen wir uns also nun nochmal den Roomba an, wie es hier in Sachen Lautstärke aussieht. Auch hier einfach auf Clean. Ist auf jeden Fall deutlich lauter und es hat irgendwie so einen schrillen Ton, finde ich. Ist manchmal auf jeden Fall so ein bisschen nervig, aber ihr merkt schon, im direkten Vergleich ist dieser hier auf jeden Fall so ein bisschen lauter gehalten. Ist natürlich auch ein Punkt, den ich jetzt hier im direkten Vergleich ansprechen wollte. In Sachen Hinderniserkennung haben eigentlich beide Modelle einen wirklich guten Job gemacht. Ich hatte jetzt irgendwie nie das Problem, dass sich die Modelle festgefahren haben, irgendwie bei Stühlen oder am Tisch und so weiter. Einzig bei Kabeln sollte man vielleicht generell bei Staubsaugerrobotern aufpassen, wenn jetzt irgendwo lose Kabel im Wohnzimmer oder so rumliegen, sollte man da vielleicht ein bisschen aufpassen. Ist aber bei jedem Saugermodell eigentlich so. Und ansonsten kommen wir zum Schlusskriterium und das ist der Preis. Den D-Bot N79S bekommt man derzeit so für knapp 200 Euro und das Roomba 621 Modell für knapp 274 Euro. Und hier muss ich sagen, preis-leistungstechnisch hat mir der N79S so ein bisschen besser gefallen. Erstens aufgrund der Lautstärke und auch vom Funktionsumfang der App, beziehungsweise dass man hier auch noch so ein paar weitere Zubehörprodukte und so weiter dazu bekommen hat. Vorteil hierbei ist natürlich, dass er jetzt automatisch die Saugleistung erhöht, wenn er über den Teppich fährt. Aber alles in allem muss ich sagen, gefällt mir das N79S Modell etwas besser. Sehr cool finde ich natürlich, dass man beide Modelle über Alexa steuern kann. Ich bin ja so ein Smart Home Freak und das finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Ja, ansonsten sind wir jetzt auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Beide Links findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch die Modelle im Speziellen auch nochmal genau anschauen, je nachdem, was euch natürlich dann am besten gefällt. Und dann würde ich sagen, ich lasse jetzt hier erstmal schön nochmal die Wohnung saugen. Wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dann, macht es gut. Ciao.